Also, wir hatten uns überlegt, wir machen was anderes in diesem Semester und haben zwei Veranstaltungsreihen zusammengelegt. Das ist zum einen eben die Veranstaltungsreihe, die jährliche Veranstaltungsreihe der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek und das Forum Nachhaltigkeit am Geografischen Institut. Wir veranstalten die jetzt in diesem Jahr zusammen und bedienen deshalb eben auch zwei Studiengänge, die im Master Geografie und in den Osteuropa-Studien bei Fribourg. Und beide Veranstaltungen sind auch öffentlich. Und so ist dann auch aus dem kleinen Experiment ziemlich schnell ein größeres geworden. Das haben wir zuletzt auch noch am Montag hier erfahren, als wir mit einem ganzen Team an Technikleuten im Hörsaal standen und an der Technik noch gefeilt haben. Deshalb an der Stelle schon gleich auch herzlichen Dank an alle, die es möglich machen, solche Veranstaltungen gerade unter den Umständen, wie sie sind, durchzuführen. Also die Technik am Institut auf Uni-Ebene, viele studentische Hilfsassistierende. Herzlichen Dank. Das bedeutet sehr viel Mehrarbeit und auf diese Mehrarbeit sind wir gerade auch angewiesen, weil wir unter den Verordnungen gerade hier nur 50 Leute zulassen können. Das sind mehr, als in den Studiengängen eingeschrieben sind. Das Prozedere haben ja alle, die jetzt mit dabei sind, mitbekommen. Ihr findet die Informationen auf der Website. Also ihr müsst euch und Sie müssen sich registrieren bis zwei Tage vor der Veranstaltung. Zusätzlich gibt es eine Zoom-Veranstaltung vor allem für Studierende, weil da die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen und zur Diskussion beizutragen. Dann alle, die dabei sind, die Bitte, die Bildschirme auszuschalten und auch die Mikrofone auszuschalten und Fragen über die Chat-Funktion zu stellen. Und es gibt noch einen Livestream, der funktioniert ohne Registrierung, aber dann eben auch ohne die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zur Diskussion beizutragen. Zurück zur inhaltlichen Seite des Experiments. Da war die Zusammenstellung des Programms eigentlich, also im Vergleich zur Technik, aber auch so vielleicht, weil es eine interdisziplinäre Veranstaltung ist, beinahe, also ziemlich leicht, beinahe selbstverständlich. Sieht man sich das Programm an, das haben wir hier noch mitgebracht, dann haben wir hier auch ein interdisziplinäres Programm mit Sprecherinnen und Sprechern, die angebunden sind in den Geschichtswissenschaften, in den Politikwissenschaften und in der Geografie. Wenn man sich dann aber genauer ansieht, auch die Werdegänge der Leute und wozu sie arbeiten, dann lassen sich diese Grenzen oft gar nicht so leicht ziehen. Also wir haben zum Beispiel mit Christine Bixel aus Fribourg, eine Rednerin, die in der historischen Geografie viel arbeitet. Wir haben zum Beispiel mit Monika Wasile jemanden, die aus der Anthropologie kommt, die Geografie kurz gestreift hat und mittlerweile in den Geschichtswissenschaften ist. Wir haben mit Melanie Arndt heute eine Rednerin, die auch sehr interdisziplinär aufgestellt ist oder auch in interdisziplinären Zusammenhängen gearbeitet hat. Eva Maurer wird sie gleich noch näher vorstellen. Ich erwähne das, weil das, glaube ich, auch etwas aussagt über das Feld, in dem wir uns bewegen mit dem Themenfeld der ökologischen, der politischen Ökologie, der Umweltgeschichte und diesen unterschiedlichen Subdisziplinen, die eben an diesem Schnittstellenbereich von Gesellschafts-, Humanwissenschaften und Naturwissenschaften sich bewegen. Hier sind eben so interdisziplinäre Profile, Ansätze absolut nicht untypisch. Und deshalb mussten wir uns gar nicht so viel Mühe geben, an der Stelle eben so ein interdisziplinäres Programm zusammenzustellen, auch mit Personen, die das vertreten. Das Feld ist oft schon eben gerade so beschaffen. Das sieht man an unterschiedlichen Stellen, wenn man sich Arbeiten ansieht, also welche, die eher gegenwartsbezogen forschen, dann fragen, wie sich gesellschaftliche Naturverhältnisse so ausgestalten, wie sie uns heute begegnen, die dann oft bei Fragen der historischen Gewordenheit landen oder nicht landen, aber sie mit berücksichtigen. Wir haben Arbeiten aus der Umweltgeschichte, die sehr oft eben überhaupt nicht in der Vergangenheit stehen bleiben, sondern sehr explizit auch die Brücke schlagen zur Gegenwart und auch zur Zukunft. Und auch dafür ist Melanie Arndt und bestimmt auch der Beitrag heute
ein sehr gutes Beispiel. Und damit möchte ich übergeben an dich, Eva. Ich werde mich natürlich gleich die Hände desinfizieren hinterher. Auch von meiner Seite ganz herzliches Willkommen. Also schön, dass Sie hier sind, digital, aber vor allem auch hier im Raum. Das ist wirklich seit 6 Monaten das erste Mal, dass ich zumindest wieder in so einem Raum mit Studierenden stehe. Ich finde es sehr schön. Es freut mich, dass wir wirklich diese interdisziplinäre Reihe trotz allen Widrigkeiten geschafft haben. Wie du gesagt hast, die Planung war einfach. Wir hätten auch noch 4, 5 Vorträge weiter, glaube ich, problemlos besetzen können. Ideen hatten wir genug. Es war dann eben hinterher mehr so das Organisatorische. Aber ich glaube, es ist ein spannendes Thema, eins, wo wir auch diese Woche wieder hier in Bern gesehen haben, dass es uns alle beschäftigt, dass es nicht nur einen wissenschaftlichen Gegenwartsbezug hat, sondern halt wirklich einen, der uns allen auch im Alltag am Herzen liegt. Ja, ich nochmal eben zu den formalen Anmeldevorgängen. Ich weiß, das ist relativ aufwendig. Normalerweise haben wir diese Reihe und Sie schreiben sich in Ilias ein und kommen einfach. Der Raum ist groß genug. Dieses Jahr eben bitte ich Sie wirklich, müssen Sie sich für jede einzelne Veranstaltung anmelden und sagen, ob Sie live kommen oder per Zoom. Es ist eben einerseits, weil wir den Raum nicht überbuchen dürfen. Also theoretisch ist die Idee, mit Masken können Sie hier an jedem zweiten Platz, an den roten Plätzen sitzen. Und andererseits brauchen wir auch von allen, die wirklich physisch kommen, dass die Daten fürs Contact Tracing, das sind Vorgaben, die uns halt der Kanton stellt, damit wir in einem Fall der Fälle, der hoffentlich nicht eintritt, die Leute benachrichtigen können. Das war es, glaube ich, schon, aber vom Formalen. Nun zum heutigen Abend. Ich glaube, dann haben wir die Präliminarien jetzt hier durch. Doch, eine Sache noch, um nochmal darauf zurückzukommen. Schauen Sie unbedingt regelmäßig auf die Webseite. Also wir haben jetzt eben manche Vorträge live geplant mit Zuschaltung online, manche nur online. Aber Sie wissen, wie es ist. Es kann sich auch irgendwie in einer Woche verändern. Wir werden das sicher über die Osteuropa-Studienseite und die Osteuropa-Liste auch noch publizieren. Aber die aktuellsten Infos sind immer zuerst auf der Webseite. Heute Abend werde ich Ihnen gleich die Rednerin vorstellen. Dann haben wir den Vortrag. Sie wird etwa 45 Minuten sprechen, ist der Plan. Und danach eben steigen wir in die Diskussion ein. Wir haben einerseits die Möglichkeit, die Leute, die jetzt im Zoom drin sind, dass sie ihre Fragen per Chat stellen, gerne auch schon während des Vortrags, gerade wenn es Ihnen in den Sinn kommt, bevor Sie sie vergessen. Wir werden die dann bündeln, wir als Moderatoren hier vorne. Und Sie im Publikum haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir versuchen das zu alternieren, sodass alle Ihre Fragen loswerden können. Weil es schwierig ist, unter diesen Bedingungen das Mikro rumzugeben, bitten wir Sie nachher dann, dass Sie einfach für die Frage aufstehen und möglichst laut und deutlich sprechen. Und wir wiederholen das hier vorne, damit es dann auch auf der Zoom-Aufzeichnung drauf ist. Sehr ein bisschen komplizierter als sonst. Ja, dann freue ich mich wirklich sehr, unsere heutige Referentin vorzustellen, die den weiten Weg nicht gescheut hat. Also soweit ist es nicht, aber wir wissen, mittlerweile ist jede Zugreise eine weite Reise. Frau Ahn kommt zu uns aus Freiburg, wo sie mitten in der Corona-Zeit im April 2020 neu zur Professorin für Wirtschaft, Sozial- und Umweltgeschichte berufen wurde und quasi knapp noch ihr neues Domizil erreicht hat, wie sie erzählt hat. Sie hat aber eigentlich Osteuropa-Studien studiert, und zwar in Berlin. Dort hat sie auch dann promoviert mit einer Arbeit über die Geschichte des Gesundheitswesens im geteilten Berlin bis zum Mauerbau. Danach, das ist für unser Thema sehr wichtig, hat sie 2 große internationale Forschungsprojekte geleitet, die sich mit den Verflechtungen von Umwelt, Gesellschaft und Geschichte beschäftigt haben. Das eine am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam ist Politik und Gesellschaft nach Tschernobyl. Daraus ist auch so ein bisschen dieser Sammelband hier entstanden, Politik und Gesellschaft nach Tschernobyl, den ich hier mitgebracht habe. Ich kann dieses Jahr leider keine Bücher kursieren lassen aus hygienischen Gründen. Aber Sie können sich's anschauen und ausleihen. Und ein anderes Projekt, Umweltzeitgeschichte der Sowjetunion am Leibniz-Institut in Regensburg, das sie zusammen mit Klaus Gestwer aus Tübingen und Marc Illy aus Paris geleitet hat. Ja, Frau Arndt war an vielen Universitäten unterwegs, unter anderem auch Fellow am Rachel Carson Center für Environment and Society in München, so ein bisschen das Zentrum für Umweltgeschichte im deutschsprachigen Raum, und in Stanford. Und im Mai diesen Jahres, eben auch mitten in Corona,
ist ihr Buch erschienen, Tschernobyl-Kinder, die transnationale Geschichte einer nuklearen Katastrophe. Ja, ich glaube, dann bin ich auch froh, Ihnen das Mikro übergeben zu können. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Und ja. So, jetzt kommt der Soundcheck hier. Ja. Okay. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich als Historikerin irgendwann mal Soundcheck-Probleme habe oder dass das zum Thema wird. Auch von mir einen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Auch für mich ist es die erste Live-Veranstaltung oder nicht nur Live-Veranstaltung, sondern Hybrid sogar. Das ist meine allererste Hybrid-Veranstaltung, aber die erste seit langer Zeit, dass ich wieder Menschen vor mir habe nach einem Semester reiner Online-Lehre, nach der ersten Vorlesung komplett nur online, ohne Gesichter, sondern nur zu Hause vor meinem Bildschirm. Vielen Dank an all die Leute, die das möglich gemacht haben. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin wirklich sehr gern hier und bin sehr gespannt auf die Fragen, bin sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert, bin aber sehr zuversichtlich. Und jetzt kommt noch ein kleiner Soundcheck. Oder? Das ist zu, wahrscheinlich zu hell ist für die Aber auch das passt ja eigentlich perfekt zum Thema dieser Veranstaltungsreihe, dieses Interdisziplinäre, dass eben tatsächlich die Technik auch so ganz handgreiflich sozusagen spürbar macht. Gut, ich will Sie nicht länger mit Corona-Vorreden quälen. Die haben Sie bestimmt schon sehr oft gehört. Aber ich freue mich tatsächlich, dass Sie hier im Raum sind. Ich freue mich, dass über 20 Leute, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, irgendwo im virtuellen Raum schwirren und vielleicht sogar noch bei YouTube. Ich fange an mit diesem Bild. Wir wollen leben. Мы хотим жить, steht da in belarussischer Sprache auf einem der Plakate meines Titelbildes. Ein Mann hält es vor dem Regierungsgebäude in Minsk, der Hauptstadt der BSSR, der Belarussischen Sozialistischen Sowjetrepublik, in die Höhe. Er gehört zu einer Gruppe von Streikenden aus Narowja, einer Kleinstadt im Süden des Landes, die sehr stark vom radioaktiven Fallout nach der Katastrophe von Tschernobyl betroffen war. Die Streikenden waren in die Hauptstadt gekommen, um gegen den Umgang mit der Katastrophe zu demonstrieren. Das Bild ist 1989 entstanden, vermutlich im Herbst, vermutlich im September. Alexander Dalhausky, ehemaliger Mitarbeiter in dem eben erwähnten Projekt Politik und Gesellschaft nach Tschernobyl, hat es im belarussischen Archiv für Film-, Foto- und Tondokumente gefunden. Ich habe das Bild als Titelbild für meinen Vortrag ausgewählt, weil gerade dieses Plakat "Wir wollen leben", "Мы хотим жить", so unscheinbar es hier vielleicht rüberkommen mag, für eine ganz einschneidende Veränderung im Wechselverhältnis zwischen Mensch und Natur in der späten Sowjetunion steht, um die es mir in meinem Vortrag ganz besonders geht. Zum ersten Mal nämlich stehen die Menschen im Vordergrund. Es geht nicht mehr um das reibungslose Funktionieren der Produktion, die rationale Nutzung, wie es hieß, der natürlichen Ressourcen zum Aufbau des Sozialismus oder um den Schutz der Natur aus rein wissenschaftlichem Interesse heraus. Es ging jetzt um die Menschen selbst, ihr individuelles Wohlergehen, ihre unmittelbaren Sorgen, Ängste und Bedürfnisse. Und noch wichtiger, sie machten es selbst zum Thema. Und zwar insbesondere jene, die zuvor von ökologischen Fragen quasi unberührt geblieben waren. Der Umwelthistoriker Joachim Radgau hat die engen Beziehungen zwischen Körper, Gesundheit und Umwelt einmal als den intimen Zusammenhang zwischen äußerer und innerer Natur des Menschen umschrieben, der jedem menschlichen Handeln zugrunde liegt. Radkau knüpfte damit an eine sehr klassische Definition der Umweltgeschichte an, die sie als Geschichte des Wechselverhältnisses zwischen dem Menschen und dem Rest der Natur beschreibt. Eine Sichtweise also, die den Menschen ganz klar als untrennbaren Teil der Natur sieht. Zu oft wird dieser ganz untrennbare Zusammenhang in der Geschichte noch übersehen, als etwas Gegebenes angenommen, das gar keiner weiterer Analyse bedarf.
Tschernobyl. Und wenn ich Tschernobyl sage, dann meine ich nicht nur das Ereignis am 26. April 1986, sondern den gesamten Katastrophenprozess. Hat die tagtägliche Erfahrung der betroffenen Menschen mit ihren Körpern ihr subjektives körperliches Befinden verändert? Eng damit verbunden waren eben diese schon eben erwähnten ganz elementaren Ängste, etwa vor Krankheit, Schmerz, Unfruchtbarkeit, Stigmatisierung und insgesamt so eine unsichere Zukunft. Dafür waren immer mehr Menschen bereit, ihre Arbeit niederzulegen, auf die Straßen zu gehen und für einen Wandel im Umgang mit der Umwelt einzutreten und sich dabei selbst ins Zentrum zu stellen, als Menschen ins Zentrum zu stellen. Was hier wie eine kleine, unscheinbare und recht homogene Gruppe aussieht, ich gehe vielleicht nochmal zurück, zudem noch fast ausschließlich Männer, also ich glaube, man erkennt mit gutem Willen neben meinem Plakatträger eine Frau, waren tatsächlich Tausende von Menschen unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft. Sie alle kamen Ende der 80er Jahre zusammen, um ihren Sorgen eine Stimme zu verleihen, um gegen die Vernachlässigung dieser Sorgen und der ökologischen Missstände in der Sowjetunion zu protestieren. Diesen Wandel im Wechselverhältnis zwischen Umwelt und Gesellschaft in der späten Sowjetunion will ich in den nächsten 40, 45 Minuten näher beleuchten. Doch lassen Sie uns zunächst einen Schritt zurücktreten. Ich habe meinen Vortrag in vier Teile gegliedert und beginne mit einem Rückblick, um die Situation in den 1980er Jahren auch besser verorten zu können. Welche Rolle spielte denn die Umwelt in der Sowjetunion vor der Katastrophe von Tschernobyl? Ich werde hier vor allem auf die von der sowjetischen Führung propagierte Einheit von Umwelt, Wissenschaft und Technik eingehen, die wohl ihre deutlichste Ausdrucksform in der Förderung der Atomenergie fand. Und diese Nachwirkungen sind auch bis heute zu spüren. Dann werde ich Ihnen ganz kurz nochmal den Unfall in Erinnerung rufen und seine unmittelbaren Folgen. Ich vermute, sehr viele von Ihnen sind jetzt Expertinnen und Experten, was Tschernobyl anbetrifft. Seit HBO die Serie gebracht hat, werde ich immer daraufhin angesprochen. Ich bin neugierig von denen, die ich jetzt hier sehen kann. Wer hat die Serie gesehen? Okay, das sind doch weniger, als ich erwartet hätte. Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich so das Bild von Tschernobyl sehr stark geprägt hat und ich sehr oft gefragt würde, was war denn jetzt wirklich so und wie war das denn eigentlich? Gut, dass gar nicht so viele dabei sind, die das gesehen haben. Im dritten Teil meines Vortrags werde ich den Umweltboom Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre beleuchten. Leider kann ich das nur sehr, sehr schlaglichtartig machen. Ich werde mich auf Litauen und Belarus konzentrieren. Belarus muss ich, glaube ich, jetzt zur aktuellen Lage nicht mehr erklären, wo es sich befindet. Und in diesem Kreis sowieso wahrscheinlich nicht, zumindest nicht bei den Osteuropa-Studierenden. Im letzten Teil meines Vortrags geht es dann im buchstäblichen Sinne um die Wurst. Deswegen heißt er auch alles Wurst? Fragezeichen, nämlich die Frage darum, ob die Umweltbewegung der späten Sowjetunion, warum die sich eigentlich nicht halten konnte. Ganz zum Schluss werde ich dann noch kurz zusammenfassen und einen kurzen Ausblick darauf wagen, wie es mit dem Umweltengagement in der ehemaligen Sowjetunion heute aussieht. Die Natur bzw. die Umwelt, ich verwende beide Begriffe aus reinem Pragmatismus weitestgehend synonym. Wir können auch gern in der Fragerunde nochmal darauf zu sprechen kommen. Also die Natur bzw. die Umwelt spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte, überall. Und natürlich war die Sowjetunion keine Ausnahme. Und mittlerweile gibt es auch immer mehr Studien, die sich mit der Umweltgeschichte der Sowjetunion auseinandersetzen. Aber es gibt auch noch jede Menge für Sie natürlich zu tun. In einer der jüngst erschienenen und wirklich sehr lesenswerten Studien hat der amerikanische Historiker Andy Bruno den schönen Satz geschrieben: Nature itself was a participant in the communist project.
So schön kann man es auf Deutsch gar nicht sagen. Und er hat auch noch Recht damit. Ganz besonders einleuchtend ist es natürlich, wenn man sich den Norden mit seinen Permafrostböden und den polaren Steinwüsten vorstellt. Das Titelbild hilft bei der Vorstellung, die für jeglichen menschlichen Eingriff, ganz geschweige denn technische Konstruktionen, eine besondere Herausforderung waren. Aber auch in anderen Regionen der Sowjetunion macht es für die Entwicklung des Landes ganz unterschiedlicher Politikbereiche eben einen großen Unterschied, dass das sowjetische Imperium so riesig war, über so viele Klima- und Vegetationszonen verfügte, über so viele Rohstoffe, über so viele abgelegene Territorien. Und man könnte diese Liste jetzt noch ganz lang fortsetzen. Sie werden ja auch in dieser Vorlesungsreihe tatsächlich noch verschiedene Beispiele kennenlernen. Die Natur wurde in der sowjetischen Ideologie und Politik zunächst als Feind, den es wie in einem Krieg zu besiegen galt, wahrgenommen und schließlich immer mehr als Ressource betrachtet. Es galt, sie mit allen Mitteln auszuschöpfen, um das rückständige Land in ein vorzeigbares Modell der Moderne zu transformieren, das in alle Welt ausstrahlen und den Sieg des Sozialismus über den Kapitalismus verkünden sollte. Die Sowjetunion begründete einen großen Teil ihrer Legitimität auf diesen Versprechungen der Moderne und insbesondere auf der von ihr hervorgebrachten Technik. Unter der Maxime der wissenschaftlich-technischen Revolution sollte universelles und rationales Wissen für alle zugänglich sein und Technik galt als unfehlbares Allheilmittel. Ich habe Ihnen hier zwei Plakate aus den 1960er Jahren mitgebracht, die, wie ich finde, das sehr schön veranschaulichen. Risiken wurden in dieser Weltsicht als handhabbare Faktoren vernachlässigt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure fest im Griff hatten. Unsicherheit wurde gleichgesetzt mit Inkompetenz oder einfach dem Mangel an Erfahrung und wissenschaftlicher Expertise. Ihren Ausdruck fand diese schier grenzenlose Technik-Euphorie, um meinen ehemaligen Projektpartner Klaus Gestwer aus Tübingen zu zitieren, in der Gigantomanie der forcierten Industrialisierung des gesamten Landes. Riesige, ja tatsächlich gigantische Projekte wurden in den Angriff genommen. An Lenins Elektrifizierung und Stalins riesige Kanalprojekte schloss sich Nikita Chruschtschows Atombegeisterung geradezu nahtlos an. Und neben den wirtschaftlichen und ökonomischen Gründen war es eben vor allem der symbolische Wert der Atomenergie, der sie insbesondere im Systemwettbewerb des Kalten Krieges, also wir sprechen ja hier vom Kalten Krieg, der die Atomenergienutzung so bedeutend machte. Sie verhieß schließlich wie kaum etwas anderes Fortschritt, Modernisierung und vor allem menschliche Kontrolle über die Natur. Die Entwicklung der zivilen Nutzung der Atomenergie setzte in der Sowjetunion etwas zeitverzögert mit Westeuropa und den USA nach dem Tod Stalins 1953 ein und schlug schnell in eine wirklich euphorische Atombegeisterung um. Die aus heutiger Perspektive geradezu rauschhafte Züge annahm. Ich habe Ihnen hier auf der Folie ein Bild mitgebracht, was jetzt vielleicht gar nicht so sehr nach Science Fiction mehr aussieht aus unserer heutiger Perspektive. Aber Sie sehen ganz rechts diesen roten Zug, das ist der Atomzug. Davor gibt es noch einen Elektrozug und einen Turbozug. Und man sieht ganz klar diese Vorstellung, dass eben mit der Atomenergie alles größer, alles schneller werden wird. In dieser Rauschhaftigkeit, in diesen Vorstellungen, die so sehr nach Science Fiction klangen, unterschied sich die Sowjetunion kaum vom Westen. Allerdings hatte die Atomeuphorie im Westen vornehmlich Intellektuelle ergriffen. Im Gegensatz dazu akzeptierte in der Sowjetunion eher das Gros der Bevölkerung das wissenschaftlich-technische begründete Sicherheitsangebot. Zumal sie weitestgehend eben aus politischen Entscheidungsprozessen oder Diskussionen allein herausgehalten wurden und wenn nur mit kontrollierten und fortschrittsbezogenen Informationen versorgt wurden. Wie weitreichend das Technikvertrauen war, illustriert beispielsweise die Aussage Gennady Kruschewois, so einem der Begründer der ersten belarussischen Tschernobyl-Organisation, ein Philosoph, der in seinen Erinnerungen an Tschernobyl schrieb,
Ich zitiere, die Angst kam nicht sofort. In unserem Bewusstsein passte sie nicht zum friedlichen Atom. Unser Weltbild sah so aus. Das kriegerische Atom, das ist ein unheilvoller Pilz am Himmel, wie in Hiroshima und Nagasaki. Menschen, die in einer Sekunde zur Asche verbrennen, das friedliche Atom dagegen, das ist eine harmlose Glühlampe. Der Angriff auf die neue Front, um beim Motto des vorhin gezeigten Plakats zu bleiben, konnte natürlich nicht ohne Folgen für die Umwelt bleiben. Der Staat war nicht nur die treibende Kraft bei der technologischen Entwicklung und der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, er war natürlich auch der größte Umweltverschmutzer. Das haben verschiedene Historikerinnen und Historiker mittlerweile in eindrucksvollen Studien gezeigt. Ein paar Beispiele, die mir so spontan eingefallen sind, habe ich Ihnen hier aufgelistet. Aber allen Gegenanzeichen zum Trotz gab es über die gesamte Dauer der Sowjetunion hinweg ein Bewusstsein für die Folgen der forcierten Industrialisierung und auch Bemühungen zum Schutz der Natur. Sie waren sogar im Vergleich zum Westen durchaus vorbildlich und sogar sehr früh schon rechtlich verankert. Also zwischen 1957 und 1963, also in der Phase der Destalinisierung, hatten alle Unionsrepubliken Naturschutzgesetze erlassen. 1977 verpflichtete sogar die sowjetische Verfassung in Artikel 67 die Bürgerinnen und Bürger, die Natur zu schützen und ihre Reichtümer zu bewahren. Allerdings fehlte es an einem einheitlichen gesamtsowjetischen Naturschutzgesetz und ganz besonders am politischen Willen zur Umsetzung der vorhandenen Gesetze. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dokumentierten und analysierten zwar Umweltschäden wie das Baumsterben oder die Luft- und Gewässerverschmutzung. Sie berechneten auch Grenzwerte und entwickelten Technologien, Filtertechnologien zum Beispiel. Und die Gesetze stellten auch Vergehen ganz klar, also Vergehen gegen diese Schutzbestimmung ganz klar unter Strafe. Allein das Interesse daran, diese Straftaten zu verfolgen, war gering. Oft genauso gering wie das Strafmaß selbst. Wie im Westen auch, war es häufig günstiger, die Strafe in Kauf zu nehmen, als beispielsweise in teure Filteranlagen zu investieren, für die man dann auch noch die Bauteile beschaffen musste. Interventionen von Naturschützerinnen und Naturschützern, etwa aus den Reihen der 1924 gegründeten Allrussischen Gesellschaft für Naturschutz, Всероссийское общество за охрану природы, oder der bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegründeten Moskauer Gesellschaft der Naturforscher, Московское общество испытателей природы, wurden zwar im besten Falle registriert, aber letztlich doch nicht so ernst genommen, dass sie zu großen Veränderungen geführt hätten. Vielmehr galten diese staatlich kontrollierten und vor allem akademischen Organisationen den Machthabern als sichere Spielwiesen für Sonderlinge. Also Chruschtschow hat diese Naturschützerinnen und Naturschützer als Sonderlinge, als Chudaki bezeichnet. Und man war eigentlich ganz froh, dass sie da so ein Betätigungsfeld gefunden hatten, was eigentlich ganz ungefährlich war und wo man sie in die staatlichen Strukturen integrieren konnte und sie gleichzeitig keine Gefahr für die herrschenden Strukturen darstellten. Im Vergleich zu anderen Ländern Osteuropas herrschte in der Sowjetunion eine durchaus bemerkenswerte Meinungsvielfalt in Bezug auf Umweltthemen, die sich auch in der Herausgabe mehrerer spezialisierter Zeitschriften wie Priroda, Natur und der Thematisierung von Umwelt in breiter ausgerichteten Publikationen zeigte. Ich habe Ihnen hier drei Beispiele aus der populären Satirezeitschrift Krokodil mitgebracht, die eben auch sehr früh dieses Thema schon aufgreifen und gerade eben dieses Thema aufgreifen. Es gibt die Gesetzgebung, es gibt auch eine Strafe, aber man kommt eben auch ganz gut darum, einfach so weiterzumachen wie bisher. Wie Sie auch an den Beispielen sehen können, standen vor allem behebbare Schäden im Vordergrund. Themen wie die Folgen der Nutzung der Atomenergie blieben bis Ende der 80er Jahre absolut tabu. Für sie galt eine ganz besonders strenge Zensur. Naturschutzaktivitäten waren in der Sowjetunion bis in die 1980er Jahre also staatlich organisiert und kontrolliert und beschränkten sich in der Regel auf Naturschutz im engeren Sinne.
Zudem waren sie oft sehr eng mit Wissenschaft verknüpft, beziehungsweise exklusiv für diese Zwecke bestimmt. Ich sehe eine Meldung dort hinten. Auf alle Themen, die mit Nukleartechnik zu tun hatten, also auf alle Themen mit Atomenergie. Also das galt als, war unter der militärischen Zensur, die halt besonders streng war. Also auch andere Umweltthemen standen unter Zensur, aber Atomenergie war eben tatsächlich direkt in den militärischen Bereich eingegliedert. Ja. Okay. Gut. Ich war dabei zu sagen, dass es eben diese ganz enge Verbindung zur Wissenschaft gab im sowjetischen Naturschutz. Und das ganz klassische Beispiel für diese rein wissenschaftlich orientierte Naturschutzausrichtung waren die sogenannten Sapowjetniki, also eine spezielle Form von Naturschutzgebieten, deren Geschichte bis in das Russische Reich zurückreicht. Das sind so Schutzgebiete, zu denen allein Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Zutritt hatten, um dort eben Flora und Fauna erforschen zu können. Auch heute gibt es noch sehr viele Sapowjetniki. In Belarus gibt es zwei, einen davon seit 1988. Wie weit dieses wissenschaftlich ausgerichtete Schutzkonzept reichen kann, zeigt vielleicht am besten dieser 1988 in Belarus gegründete staatliche radioökologische Sapowjetnik Palesse, der eben auf dem Gebiet der belarussischen Tschernobyl-Zone errichtet wurde. Also auf der Folie sehen Sie einen aktuellen Screenshot der ganz modernisierten Homepage, die jetzt auch offenbar den Tourismus ankurbeln will. Also vielleicht geht es demnächst nicht mehr nur um Wissenschaft. Und auf der Karte sehen Sie tatsächlich die... hier ist der Pointer... das ist tatsächlich das belarussische Sperrgebiet, hier unten das ukrainische. Und ich habe vorhin die ersten Streikenden, das Titelbild, kamen aus Narowlia, was hier ist. Und hier ist Chojniki, woher dieser Sapowjetnik, dieses Schutzgebiet tatsächlich verwaltet wird. Also wir sprechen tatsächlich von dem Sperrgebiet auf der belarussischen Seite. Einen eher wissenschaftlichen Anspruch verfolgten auch die zahlreichen Umweltgruppen für Kinder und Jugendliche, die unter dem Dach staatlicher Massenorganisationen agierten. Auch hier habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. In den Schulen waren das beispielsweise die grünen oder die blauen Brigaden oder Arbeitsgemeinschaften wie die jungen Förster oder junge Biologen. Hier sehen Sie ein Bild von den jungen Förstern, auch aus Belarus, die dann an Aufräumen, Zähl-, Kontroll- oder Vermessungsaktionen teilnahmen. An den Hochschulen, vor allem an den biologischen Fakultäten, entstanden ab den 1960er Jahren, die ersten waren Tartu 1958 und dann folgte Moskau 1960. An diesen Hochschulen entstanden innerhalb der Jugendorganisation Komsomol die sogenannten Druzhiny po ochronie prirody, was man sehr schwer übersetzen kann. Also eigentlich kommt dieser Druzhiny-Begriff aus dem Militärischen. Eigentlich sind das so Milizen, vielleicht müssen Sie sich das aber wirklich eher als sehr aktive Umweltgruppe vorstellen. Also einfach bei dem Begriff Druzhiny bleiben. Sie verbreiteten sich über die gesamte Sowjetunion und ihre Mitglieder wurden später nicht selten zu den führenden Köpfen der neuen Umweltbewegung. Und wie immer in der Geschichte ist nicht alles schwarz und weiß, sondern hochkompliziert. Und natürlich gab es auch vor dem Umweltboom Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre Proteste gegen Zerstörung und oder Verschmutzung der Umwelt, etwa zum Schutz des Baikals. Das ist so ein sehr klassisches Beispiel in den 50er und 60er Jahren, der auch seinen Widerhall in den überregionalen Zeitungen fand. Oder etwas später am Seliger See oder Mitte der 80er Jahre um das Chemiekombinat in der russischen Stadt Kirishi. Die Fundamente der Macht brachte der Natur- und Umweltschutz aber erst nach 1986 ins Wanken. Kommen wir zu Tschernobyl. Bis heute sind tatsächlich nicht alle technischen, physikalischen, biologischen, psychologischen, medizinischen, auch hier könnte man die Liste noch lange fortsetzen, Folgen der Reaktorexplosion am 26. April
1986 bis ins Detail aufgeschlüsselt. Das wird immer noch sehr viel mit widersprüchlichen und ungenauen Angaben hantiert. Als gesichert gilt, dass ein geplanter Test die Explosion auslöste, die dann weite Teile von Belarus, der Ukraine und Russland, aber auch des restlichen Europas, das sehen Sie hier auf der Karte, und weit darüber hinaus radioaktiv verstrahlte. Über dem heutigen Belarus, das in der öffentlichen und auch in der wissenschaftlichen Tschernobyl-Wahrnehmung immer noch so im Schatten der Ukraine steht, weil man bei Tschernobyl immer offenbar zuerst an die Ukraine denkt, also dort, wo das Atomkraftwerk eben tatsächlich stand. Aber über Belarus gingen etwa 70% des gesamten radioaktiven Fallouts nieder. 23% des belarussischen Territoriums sind seitdem radioaktiv kontaminiert. Und auf diesem Gebiet lebten 35% der belarussischen Bevölkerung. Also zum Vergleich, in der Ukraine wurden nur 7% des Territoriums kontaminiert und dort wohnten nur 7% der ukrainischen Bevölkerung. Insgesamt lebten zum Zeitpunkt der Katastrophe in den Gebieten der drei Sowjetrepubliken, die am meisten der Strahlung ausgesetzt waren, rund 7 Millionen Menschen. In unterschiedlichen Etappen wurden etwa 350.000 Menschen evakuiert, umgesiedelt oder haben diese Region aus eigener Initiative verlassen. Insbesondere in Belarus haben sich seitdem nicht nur Besiedlungsmuster durch Evakuierung, Umsiedlung und Wiederansiedlung geändert, sondern eben auch die Wahrnehmung von Landschaften, Ernährungsgewohnheiten und kulturelle Praktiken. Die Zahl der Opfer ist bis heute stark umstritten und reicht von etwa 50, wie das sogenannte Tschernobyl-Forum 2005 berechnete, bis hin zu 1 Million, was belarussische und ukrainische Wissenschaftler ausgerechnet haben. Wir können sehr gern in der Diskussion darauf zurückkommen, woher diese unterschiedlichen Zahlen kommen, wenn dort Interesse besteht. Ähnlich umstritten ist die Frage nach den medizinischen Folgen. Fest steht, dass eine ganze Reihe von Krankheiten neben den verschiedenen Krebsarten, also vor allem Schilddrüsenkrebs und Leukämien, aber auch Herz- und Kreislaufkrankheiten, Augenkrankheiten, Immunschwächen, Magen-Darm-Krankheiten in den betroffenen Regionen deutlich zugenommen haben. Und die neuesten Forschungen zeigen auch, dass sie tatsächlich weiter zunehmen und weiter zunehmen werden. Auch darauf können wir noch zu sprechen kommen, wenn Sie dieses Thema näher interessiert. Fast 3 Jahre verheimlichte die Sowjetunion das Ausmaß der Katastrophe. Erst 1989 änderte sich die Situation im Zusammenhang mit den Wahlen zum vom Gorbatschow anberaumten Volksdeputiertenkongress. Die ersten zumindest relativ freien Wahlen in der Sowjetunion. Relativ frei, weil sie eben tatsächlich nicht alle Abgeordnete frei gewählt werden konnten, sondern es waren bestimmte Anzahl von Plätzen bestimmten Massenorganisationen vorbehalten. Zuerst war es die belarussische Tageszeitung Swjasda, die am 8. Februar 1989 endgültig mit der Geheimhaltung brach und erste Strahlenkarten veröffentlichte. Einen Tag später folgte die auflagenstärkste belarussische Tageszeitung Sowjetskaja Belorussia. Die Ukraine legte dann am 1. März 1989 nach und am 20. März, also ganz knapp vor dem Volksdeputiertenkongress, veröffentlichte dann auch die überregionale, die wichtigste Tageszeitung Pravda tatsächlich erste Karten radioaktiver Kontamination. Diese Karten waren zwar noch ziemlich primitiv und gaben auch nur grob an, wie stark einzelne Regionen kontaminiert waren, aber dass sie überhaupt veröffentlicht wurden, war sensationell und löste sofort eine unwiderrufliche Dynamik aus, die dann tatsächlich auch zum Zusammenbruch der Sowjetunion beigetragen hat. Schnell verschärfte sich die schon schwelende allgemeine Aufdeckungs- und Katastrophenstimmung. Für viele hinterließen die nahezu täglichen Enthüllungen neuer Katastrophen das bittere Gefühl, alles zuvor Erlebte habe auf einer Lüge basiert. Der Osteuropa-Historiker Stephen Kotkin hat es mal als "All previous life was revealed a lie" formuliert.
Die Perestroika wandelte sich nun zur Katastroika, also eine Zusammensetzung aus den beiden Worten Perestroika und Katastrophe, wie sie als erster der russische Dissident Alexander Sinowjew für die Wirtschaftsreform Gorbatschows verwendet hat. Und Klaus Geest war aus Tübingen, hat es dann später ausgebreitet, auch auf diese ökologischen Katastrophen. Es waren eben vor allem die ökologischen Katastrophen, die neben den Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie Deportationen oder Hungerkatastrophen immer mehr an gesellschaftlicher Bedeutung gewannen. Jetzt wurde aus dem eher belächelten professoralen Nischen-Naturschutz Politik für alle. In seiner Abschlussrede identifizierte der Vorsitzende des Ministerrats, Nikolai Ryschkow, Ökologie als eines der Hauptfelder, das die Gesellschaft beschäftigte. Er gab dem Biologen und späteren Umweltpolitiker Alexei Jablokow recht, der in seiner Rede eine dringende Ökologisierung der Politik gefordert hatte und bekannte selbstkritisch, wir alle, ich zitiere, wir alle müssen bildlich gesprochen grüner werden, einschließlich dem Vorsitzenden des Ministerrates. Dafür erhielt er dann sehr lang anhaltenden Applaus. Umwelt war nun also tatsächlich in aller Munde. Und das war auch das fundamental Neue, dass sich nun auch jene für den Umweltschutz interessierten, die vorher sehr wenig damit am Hut hatten. Es waren nicht mehr nur die Biologen und Geografinnen, die Schriftstellerinnen und Kunsthistoriker, und es waren auch nicht mehr nur die Abgeordneten oder Politikerinnen, wie das Beispiel von Volksdeputiertenkongress suggerieren mag, sondern es waren eben auch die Männer und Frauen aus Narowja und anderen Städten, weit entfernt von den Zentren, die wir noch ganz oft in unseren Analysen gar nicht so ins Zentrum rücken. Das spiegeln auch Umfragen aus dieser Zeit wider. Umfrageergebnisse müssen natürlich immer sehr vorsichtig behandelt werden, umso mehr, wenn es sich um Befragungen handelt, die in einem Kontext durchgeführt wurden, der von Jahrzehnten mangelnder Meinungs- und Informationsfreiheit geprägt war. Trotzdem lohnt sich tatsächlich ein Blick auf solche Datensammlungen, denn sie können uns zumindest Tendenzen aufzeigen. Laut Umfragen des sowjetischen Allunionszentrums zum Studium der öffentlichen Meinung in den Jahren 1989-1990 stand die Sorge um die Umwelt zu diesem Zeitpunkt an fünfter Stelle aller Herausforderungen. Damit nahm sie einen Stellenwert sogar vor Bürokratie, Korruption, mangelhaftem Gesundheitswesen oder ethnischen Konflikten ein. Mehr als 85% der Befragten gaben an, über die ökologische Situation des Landes besorgt zu sein. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Umfragen der Soziologin und heutigen Umweltpolitikerin Olga Sipilowa von der Petersburger Akademie der Wissenschaften, die sie 1989 in der russischen Stadt Kirishi durchgeführt hat. 80% der von ihr Befragten nannten Umweltprobleme als die wichtigsten Herausforderungen für die Stadt, weit vor den sozioökonomischen. Die ökologischen Probleme, die die Bevölkerung wahrnahm, konzentrierten sich immer noch auf vor allem augenscheinliche, sinnlich wahrnehmbare Aspekte. Also Luftverschmutzung, schmutzige Straßen, heruntergekommene Häuser, verschmutzte Gewässer, den sanitären Zustand der Städte sowie die Gefahr durch Herbizide und Pestizide in Lebensmitteln. Wie sehr sich die Wahrnehmung der Umweltbelastung durch radioaktive Strahlung änderte, zeigt eine weitere Umfrage. Noch im April 1989, also kurz nachdem die ersten Strahlenkarten publiziert worden waren, spielte sie nur eine Nebenrolle. Anderthalb Jahre später, im August 1990, änderte sich das. Nur noch 13% der sowjetischen Bevölkerung befürworteten laut der Umfrage die Nutzung der Atomenergie. Mehr als die Hälfte, 54%, sprach sich dagegen aus. Im ersten Jahr nach Tschernobyl gab es kaum offene Opposition gegen die Nutzung der Atomenergie in der Sowjetunion, was angesichts der Schweigepolitik und dem weit verbreiteten Technikvertrauen nicht besonders verwunderlich ist. Und trotz der von Gorbatschow noch vor der Katastrophe proklamierten Politik der Glasnost kontrollierte die Kommunistische Partei die Medien noch bis 1989. Da sind wir wieder bei dieser militärischen Zensur, alles eben, was die nuklearen Belange anbetraf.
Die Artikel, die zu Belarus, die zu Tschernobyl in der sowjetischen Presse erschienen, versuchten positiv zu stimmen. Es ging um die Helden, die den Brand der ersten Tage bekämpft hatten und um die Herstellung einer normalen Lebenstätigkeit in den betroffenen Gebieten. Statt mangelhafter Technik galt menschliches Versagen als Ursache des Unfalls. Also die Message war immer noch ganz klar, es ist alles unter Kontrolle. Dieser Logik folgend gab es zunächst auch keinerlei Veranlassung, Abstriche am Atomprogramm zu machen. Die Pläne für den Bau eines belarussischen AKW wurden ebenso vorangetrieben wie der Bau des dritten Reaktors des litauischen AKW Ignalina. Gegen Ende des Jahres 1987 begann sich die Situation langsam zu ändern. Eine tatsächliche Diskussion setzte allerdings erst nach der Aufhebung dieser militärischen Zensur ein. Nun wurden die Zeitungs- und Zeitschriftenreaktionen tatsächlich mit kritischen Artikeln buchstäblich überflutet. In jedem Falle sorgten diese Artikel dafür, dass die Bevölkerung weiter oder auch erstmalig für die Problematik sensibilisiert wurde. Die ersten großen Umweltkundgebungen fanden in Litauen im Sommer 1988 statt. Sie rückten die Wahrnehmung von Umweltproblemen in großem Maßstab in das Bewusstsein der litauischen Bevölkerung. In ihrer Form waren die Kundgebungen ziemlich radikal. Gleichzeitig stellten sie aber von Anfang an eine spezifische Mischung aus radikaler Kritik am System und gleichzeitiger Kooperations- und Dialogbereitschaft mit verschiedenen Akteuren des Systems, da beispielsweise mit der Wirtschaft und der Industrie. So konnte zum Beispiel die Industrie sogar als Sponsor von Aktivitäten auftreten, die sich eigentlich gegen diese Industrien richteten. Also zum Beispiel die Düngemittelfabrik Janowa Azotas hat Busse und finanzielle Unterstützung für einen Protestmarsch 1988 gestellt, um damit so ein eigenes Umweltbewusstsein zu demonstrieren. Lassen Sie mich noch von einem besonders eindrucksvollen Beispiel von Umweltengagement berichten, das sich gegen das litauische Atomkraftwerk Ignalina richtete. Ich beginne mit einem Zitat. Die Sowjetunion ist verantwortlich für einen ökologischen Genozid. Die sowjetische Industrie, die Methoden der Landwirtschaft schaden der Umwelt unwiderruflich. Die sowjetischen Militärbasen begehen Verbrechen gegen die Umwelt. Mit diesen doch recht drastischen Worten prangerte der litauische Umweltclub Atgaja 1989 während eines Friedensmarsches von Vilnius nach Klaipeda den Umgang der sowjetischen Zentralregierung mit der litauischen Sowjetrepublik an. Bereits im Laufe des Jahres 1987 hatte sich die wissenschaftliche Intelligenz ja in privaten Zirkeln getroffen, um über Umweltprobleme und die Auswirkungen Tschernobyls zu diskutieren. Im Dezember des gleichen Jahres entstand dann die erste Anti-Atom-Initiative Gemina, Göttin der Erde heißt das übersetzt in Vilnius, noch unter der Ägide des litauischen Komsomol und dem Präsidium der Litauischen Akademie der Wissenschaften in Vilnius. Bereits auf dem Gründungskongress im Februar übten die Vertreter deutliche Kritik am Umgang der Moskauer Zentrale mit der kleinen Sowjetrepublik. Kernpunkt der Kritik war der geplante Ausbau des litauischen Atomkraftwerks, das fast 85% der Elektrizität für die litauische Gesellschaft produzierte. Im Laufe des Jahres gelang es Gemina, eine sehr breite Öffentlichkeit zu mobilisieren, die weit über die kleinen Intelligenzia-Zirkel hinausreichte. Also selbst die kommunistische Partei Litauens, anfangs bemüht, die Mobilisierung einzuschränken, wandte sich nun mehr und mehr dem Problem des Atomkraftwerkausbaus zu. Nachdem ein Großteil der Bevölkerung die Forderung nach einem Stopp des Ausbaus unterstützte, änderte sich auch die offizielle Herangehensweise ganz drastisch. Wie groß die Unterstützung in der Bevölkerung war, zeigt auch die Unterschriftenkampagne gegen den Ausbau im März 1988. In einer Petition an Nikolai Ryzhkov forderten 44.000 Unterzeichnende den Stopp des Baus des dritten Reaktors. Außerdem forderten sie eine offene Informationspolitik und unabhängige Umweltgutachten.
Beschleunigt wurde der Einfluss der Anti-AKW-Bewegung mit dem Entstehen der Perestroika-Bewegung Sajudis, Aufbruch im Juni 1988. Darin vereinigten sich nun die unterschiedlichen Gruppierungen, die im Laufe des letzten Jahres entstanden waren. Zugleich wurden jetzt auch immer mehr nationale Fragen diskutiert und die Verbindungen dazu hergestellt. Die Anti-Ignalina-Bewegung wurde zu einem Kernstück der Sajudis-Aktivitäten. Im September 88 formten 15.000 Menschen, die Zahlen unterscheiden sich, manchmal ist von 20.000 die Rede, manchmal von 150.000, also von sehr vielen Menschen, die formten eine Kette oder den sogenannten Lebenskreis um das Atomkraftwerk. Die litauischen Protestierenden erhielten Unterstützung aus Lettland, Estland, Belarus, Russland und der Ukraine. Nach diesen Demonstrationen, dieser ganz breiten Unterstützung durch die Bevölkerung für den Stopp des AKW-Ausbaus, erklärte im Sommer 1988 auch der damalige Zentralkomiteesekretär und spätere Präsident und Premierminister Algirdas Brazauskas offen seine Opposition gegen den Ausbau Ignalinas. Die Einstellung der Bauarbeiten am dritten Reaktor wurde schließlich am 30. August 1988 beschlossen. Litauen spielte und spielt bis heute, wie wir ja aktuell auch wieder erleben können, eine wichtige Rolle für die belarussische Opposition inklusive die Umweltbewegung. Im Gegensatz zu Litauen existierte in der BSSR weder ein eigenes Atomkraftwerk noch eine vergleichbare Anti-AKW-Bewegung, was angesichts der direkten Betroffenheit von den Auswirkungen des Reaktorunfalls vielleicht überraschen mag. Pläne zum Bau eines Kernkraftwerks und eines Atomheizwerks in der Nähe von Minsk hatte es aber auch in der BSSR gegeben. Den Bau hatte die kommunistische belarussische Führung sogar noch ein Jahr nach Tschernobyl bewilligt. Nachdem diese Pläne jedoch 1988 in der Öffentlichkeit bekannt wurden, mussten sie verworfen werden. Allerdings war das nicht wie im Litauen mit großer Öffentlichkeit passiert, sondern eher stillschweigend und nicht unter dem Druck von Massenprotesten. Es war vielmehr dem Engagement von einzelnen Persönlichkeiten, einflussreichen Persönlichkeiten zu verdanken, etwa den Schriftstellern Wassil Büko oder Alies Adamowitsch oder dem damaligen Mitglied der Witebska ökologischen Gruppe und dem späteren Vertreter der belarussischen Nationalen Front im obersten Sowjet der Republik, Sergej Nawumschik. Eine Massenmobilisierung wurde in Belarus also nicht auf der Grundlage der Forderung nach einem Stopp des sowjetischen Atombauprogramms erzielt, sondern sie basierte vielmehr auf der Wahrnehmung bzw. der Verschleierung der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl. Die ersten größeren Aktionen in der Hauptstadt Minsk ereigneten sich 1989, eine Kundgebung zum dritten Jahrestag der Katastrophe auf dem zentralen Leninplatz war verboten worden und deswegen als Schweigeversammlung abgehalten. Die erste große Demonstration, der erste Tschernobyl-Marsch, Tschernobylski Schlach, mit etwa 20.000 Teilnehmenden fand im September 1989 in Minsk statt. In den darauffolgenden Jahren wurde das tatsächlich, dieser Tschernobylski Schlach, zu einer Institution an den Jahrestagen der Katastrophe und an Popularität gewann er insbesondere wieder nach dem Machtantritt Alexander Lukaschenkos. Hier habe ich Ihnen ein paar Bilder mitgebracht, die ich 1996 in Minsk aufgenommen haben, die uns vielleicht auch ein bisschen an die Bilder erinnern, die wir heute sehen. In den ersten Jahren forderten die Demonstrierenden Schutz für sich und vor allem die Kinder, Aufklärung über das Ausmaß des Unfalls, Änderungen am Umsiedlungskonzept für die kontaminierten Gebiete beziehungsweise überhaupt die Veröffentlichung des Umsiedlungsprogramms. Die Verantwortlichen für die Verschleierungspolitik sollten in einem ökologischen Nürnberg, wie der Schriftsteller Alies Adamowitsch forderte, juristisch zur Rechenschaft gezogen werden. Zudem forderten sie eine Demokratisierung des Systems, weil nur dann eine wirkliche Aufarbeitung der Katastrophenfolgen möglich sei und drohten mit Streiks. Früher als in der Hauptstadt Minsk hatte es in den am meisten betroffenen Regionen eine Vielzahl von Protestaktionen gegeben, insbesondere im Gomeler Gebiet,
insbesondere in Narowlia. Hier sind wir jetzt also wieder in Narowlia angekommen. Zwischen Juni 1989 und April 1991 bestreikten Arbeitskollektive immer wieder die Fabriken, um höhere soziale Entschädigungsleistungen und die Zuerkennung des Status eines nationalen und ökologischen Katastrophengebietes für das gesamte Gomeler Gebiet zu erhalten. Die überregionalen Medien berichteten darüber nicht. Doch die Wirkung auf der regionalen Ebene war enorm. Die Streiks stießen zahlreiche ähnliche Proteste an. Doch anders als in Litauen gelang es eben in der BSSR nicht, eine effektive gesamtbelarussische Umweltbewegung zu etablieren. Das hatte unter anderem auch mit dem ab etwa 1990 einsetzenden internationalen Bestrebungen, mit der internationalen Kooperation zu tun, die eben mehr auf humanitäre Hilfe als auf Infrastrukturausbau ausgerichtet war. Auch in Litauen und den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken war der Umweltboom der späten 80er, frühen 1990er Jahre nur von kurzer Dauer. Warum war das so? Ich zitiere: Environmentalism is strong in the new republics, but most people are more worried about sausages than pollution. So schrieb der Wissenschaftsjournalist Richard Brand in der ersten Ausgabe des Science Magazine, die nach der offiziellen Auflösung der Sowjetunion im Januar 1992 erschien. Schon zwei Jahre zuvor, im Januar 1990, hatte der Leader der russischen Rockband Maschina Fremini, Andrei Makarevich, einem Journalisten der Pravda gesagt: Glasnost erweist uns gerade in gewisser Hinsicht einen schlechten Dienst. Hätte man uns, sagen wir, vor fünf Jahren die Wahrheit über den Umweltzustand des Landes gesagt, wäre das einer Bombenexplosion gleichgekommen. Heute aber, wo wir jeden Tag hören, dass noch ein Fluss vergiftet, noch ein Meer ausgetrocknet ist, gewöhnen wir uns an diese Informationen. Sagt man einem Kranken jeden Tag, dass er krank ist, gewöhnt er sich daran. Alle sorgen sich jetzt nur um die Wurst, die es in den Geschäften nicht gibt. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Also, war die Wurst an allem schuld? Natürlich ist es nicht ganz so einfach. Die ersten Jahre der staatlichen Unabhängigkeit waren davon gekennzeichnet, dass die Euphorie, die Selbstsicherheit und der Glaube in zivilgesellschaftliche Partizipation nachließen. In den Vordergrund rückte tatsächlich in gewisser Hinsicht die Wurst, also die mit der Transition verbundenen ökonomischen und sozialen Probleme. Die Jahre 1990 bis 1994 waren in vielen neuen Republiken und für die Mehrheit der Bevölkerung von Verlusten von Arbeitsplätzen, Einkommen und Ersparnissen, von enormen Preissteigerungen für Lebensmittel, aber auch für Elektrizität, Heizung und Wohnraum gekennzeichnet. Radikale Aktionen fanden zunehmend seltener statt und mobilisierten nicht mehr breite Bevölkerungskreise. Die Umweltgruppen mussten jetzt nicht selten als Sündenbocke herhalten. In Litauen beispielsweise in Bezug auf den Baustopp des Reaktors in Ignalina, den jetzt am liebsten viele wieder rückgängig machen wollen würden. Nach den außergewöhnlichen und rasanten Erfolgen der Umweltbewegung existierten im Laufe der kommenden Jahre zwar radikale, nonkonforme Proteststile weiter. Es nahm aber auch der Dialog mit den Verwaltungs- und Wirtschaftseinheiten zu. Die Professionalisierung der Organisation beruhte letztendlich auch auf einer Besonderheit der osteuropäischen Umweltbewegung, den multiplen Identitäten der Führungspersonen dieser Umweltorganisationen. Also einerseits engagierten sie sich Zivilgesellschaft, andererseits hatten sie selbst nicht selten Positionen in staatlichen Strukturen inne, die es ihnen erlaubten, informelle Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Institutionen zu nutzen und Politikziele voranzutreiben. Ein großer Teil der ehemaligen Umweltaktivistinnen und Aktivisten übernahmen daraufhin Tätigkeiten, wenn nicht direkt in der Politik, so doch in Beratungseinrichtungen oder im Management. Nimmt man diese personellen Verflechtungen ernst, wirft es im Übrigen auch ein neues Licht auf unser Verständnis von Zivilgesellschaft, wo dann eben tatsächlich die Grenzen zwischen Staat und Gesellschaft ein bisschen verschwimmen. Es hieß nun, für einen sehr großen Teil der Bevölkerung das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Und dazu hatte die Umweltbewegung in der Transformationszeit seit den späten 1980er Jahren beigetragen. Statt um Umwelt als vornehmlich wissenschaftliches oder ästhetisches Problem war es
nun darum gegangen, eine lebenswerte Umwelt für sich selbst und die nachfolgenden Generationen zu schaffen. Diese Form der Subjektivierung des Protestes war völlig neu. Lassen Sie mich jetzt ganz zum Schluss sozusagen aus gegebenen Anlass mit einem Zitat des belarussischen Schriftstellers Aljas Adamowitsch enden. Er stammt aus einem Brief an Michail Gorbatschow, den er am 1. Juni 1986, also knapp einen Monat nach Tschernobyl, verfasste. Hochverehrter Michail Sergejewitsch, bitte betrachten Sie das, was Sie hier lesen werden, nicht als ein schriftstellerisches Fantasiegebilde. Wir wollen es nicht in ganz Europa herumposaunen, aber wir begreifen doch, dass Belarus gerade etwas durchmacht, das man vielleicht nur mit seiner Tragödie in den letzten Jahren des Krieges vergleichen kann. Die radioaktive Strahlung hat zuallererst unsere Republik getroffen. Für alle ist es Zeit zu begreifen, dass jeder versäumte Tag im Hinblick auf die Zukunft unseres Volkes eine unverzeihliche Sünde ist. Keinerlei Rechtfertigungen und Erklärungen werden unseren kranken Nachkommen uns abnehmen. Das Wahrheitsmonopol in der Wissenschaft, das uns schon früher nicht wenig Unglück beschert hat, in der Biologie, in der Melioration, hat uns nun zu der Tragödie von Tschernobyl geführt. Und auch heute werden Umweltaktivistinnen verhaftet in Belarus, weil sie in den sozialen Medien, zum Beispiel in Facebook, mit einem Plakat gegen den Bau des neuen Atomkraftwerks beziehungsweise gegen die Inbetriebnahme, sie ist jetzt für Ende des Jahres geplant, es ändert sich immer wieder mal, in Belarus wenden. Tatsächlich ist es eben auch heute noch ein sehr brisantes Thema in Belarus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin sehr gespannt auf die jetzt hybride Diskussion. Und zum Abschluss habe ich Ihnen passend zum Wetterumschwung noch eine Karikatur aus der Zeitschrift Krokodil mitgebracht. Ja, hört man mich? Auch von mir ganz herzlichen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Vortrag. Ich habe eine Menge Fragen, aber ich bin gerne bereit, auch Ihnen den Vortritt zu lassen. Wer möchte anfangen? Warte. Ah, ja, wir können den Beamer abstellen, so lange. Und ein bisschen mehr Licht können wir auch machen. Okay. Jetzt sind alle wieder wach. Ja, ich fange wirklich gleich an. Ich finde es sehr, sehr spannend, das Beispiel aus Litauen, weil so wie ich das verstanden habe, sieht man da auch den Erfolg, den die Umweltbewegung damit hat, dass sie es mit dem nationalen Anliegen verbindet. Also, dass man wirklich diese Umweltkatastrophen auch als ein Ergebnis halt dieser Besatzungsmacht empfindet, das ist letztlich auch etwas Fremdes. Also hier verbinden sich wie zwei Strömungen und das macht diese Bewegung so stark und auch so prominent. Und in Belarus ist das offensichtlich anders gelaufen. Mich würde auch noch interessieren, wie das wieder in anderen Republiken außerhalb der russischen Teilrepublik war, also beispielsweise Kaukasus oder anderen, auch den anderen baltischen Republiken. Für diese Verbindung zwischen nationalem und Umweltthemen hat Jane Dawson, ich glaube, sie ist eigentlich Politikwissenschaftlerin, diesen Begriff des Econationalism geprägt und hat so diese These aufgestellt, dass im Grunde diese Umweltthemen nur so ein Ersatzargument waren, um eben diese nationalen Themen nach vorn zu bringen. Neuere Forschungen und auch meine eigenen Forschungen würden dem widersprechen und sagen sehr klar, Umwelt war an sich tatsächlich auch ein sehr wichtiges Thema, aber es war eben besonders erfolgreich, wenn es eben diese Verbindung eingehen konnte. Also wenn sich die nationalen Bewegungen, wir haben jetzt in Litauen dieser Judis gesehen, wenn die sich tatsächlich dieses Themas auch ganz ernsthaft angenommen haben und das eben tatsächlich zu ihrem eigenen Thema gemacht haben und damit diese größeren Ströme von Menschen, die unzufrieden waren, vereint haben. Also das war ein großer Vorteil. Das hat man tatsächlich auch in anderen Republiken gesehen.
besonders stark in den baltischen Republiken. Ich glaube, weil dort eben auch dieses nationale Thema einfach so stark war und sich einfach auch so sehr früh schon um diese Umweltbelange auch gedreht hat, weil es eben mit der nationalen Kultur auch sehr eng verknüpft war, wo eben tatsächlich Natur eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Scheuen Sie sich nicht, trotz Maske, Distanz. Ich würde Sie wirklich ermutigen, Fragen zu stellen. Hier haben Sie die Gelegenheit. Es gibt eine aus dem Chat. Okay. Ganz gut. Eine Frage aus dem Chat. Wie kann man es sich erklären, dass aus dieser wichtigen Bewegung keine politische Partei wurde? Es sind tatsächlich politische Parteien entstanden in sehr vielen Republiken, die aber tatsächlich, also entweder existieren sie noch, also wie Jablokor, was nicht nur eine Umweltpartei ist, aber wo es eben eine sehr starke Umweltfraktion gibt. Sie existieren eben in sehr kleinem Rahmen. Also es gibt tatsächlich Parteien, die entstanden sind, aber es hat eben genau dieser Schwung, ist eben, den es am Anfang gegeben hat, aus dieser Zivilgesellschaft heraus, er hat eben nicht gereicht, um es dann tatsächlich in diese Parteienpolitik umzuwandeln. Also was tatsächlich für die Parteienlandschaft ganz tragisch auch war, es gab am Anfang in diesen kleineren Parlamenten in den sowjetischen oder dann eben auch schon postsowjetischen Republiken tatsächlich auch grüne Abgeordnete oder Abgeordnete von neuen grünen Parteien, aber es hat eben keine dieser Parteien geschafft, wirklich an Einfluss zu gewinnen und schon gar nicht sozusagen über diesen langen Zeitraum an Einfluss zu gewinnen. Der Chat rettet sie. Okay, noch eine. Ab wann nimmt denn der Enthusiasmus für Natur- und Umweltthemen wieder ab? Das ist ein Tippfehler. Welche Faktoren haben möglicherweise zu einer Gleichgültigkeit geführt? Also tatsächlich hat es in dieser frühen Transformationszeit hat es tatsächlich einfach sehr viel mit den Schwierigkeiten des alltäglichen Lebens zu tun. Ja, also wenn Sie wirklich nicht nur wegen der Wurst, sondern wegen allem, was Sie im Alltag brauchen, anstehen müssen, von einem Ende der Stadt ins nächste Ende der Stadt fahren müssen, wenn Sie plötzlich nichts mehr auf dem Konto haben und vielleicht tatsächlich auch ihren Job verloren haben, ja, was wirklich in einem sehr großen Ausmaß passiert ist, die Inflation, das Geld war plötzlich nichts mehr wert, dann spielte das natürlich eine Rolle. Also das klingt immer so nach so einer banalen Erklärung, aber wenn man sich das tatsächlich vorstellt, was das für den Alltag von Tausenden, im Grunde wirklich von Millionen von Menschen bedeutet hat, dann führte das natürlich dazu, dass man tatsächlich die Themen, die jetzt nicht ganz dringend wirklich jeden Tag sozusagen auf dem Tisch lagen, dass man die nach hinten gestellt hat. Ja, also natürlich hat man trotzdem noch diese Luftverschmutzung in den Städten wahrgenommen, aber man hat sie eben erstmal zurückgestellt. Und dieses erstmal zurückgestellt, leider ist es dann eben nicht mehr dazu gekommen, dass man sich dann später wieder dafür interessiert hat oder eben nur in einem geringeren Maß oder dann eben auf professioneller Ebene, aber nicht mehr in dieser starken zivilgesellschaftlichen Mobilisierung. Ich hätte eine Anschlussfrage daran, weil die Umfrageergebnisse, die Sie gezeigt haben vom Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, haben mich doch erinnert an Umfragen, die es aktuell wieder gibt und die zum Teil doch, also sowohl im Stellenwert der Umweltthemen in der Liste der Gesamtbesorgnisse, als auch sogar was die Unterthemen und die Unterkategorien angeht, für Russland heute gar nicht so unähnlich aussehen. Also ich fand überraschende Parallelen zwischen den Themen und der Rangordnung der Themen und der Besorgnisse.
Können Sie, also haben Sie einen zeitlichen Verlauf oder können Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, was dazwischen passiert ist, wie die aussahen? Haben Sie dazu Daten, dass zufällig gerade etwas, was Sie sich aus dem Ärmel schütteln können, wie sich diese Kurve entwickelt hat in den 30 Jahren, die dazwischen lagen? Also ich würde mir gern was aus dem Ärmel schütteln, aber auch das ist natürlich sehr spannend. Das ist eben dann tatsächlich auch an den soziologischen Instituten nicht mehr abgefragt wurde. Ja, sodass man eben auch da sich sehr viel mehr für die sozialen Fragen, die ganz klassischen sozialen Fragen, die weniger mit Umwelt zu tun hatten, die ökonomischen Fragen interessiert hat und Umwelt tatsächlich, man hat gemerkt, es ist offenbar kein Thema mehr und dann ist das tatsächlich auch mit verloren gegangen. Also zumindest, ich habe versucht, da auch Daten zu finden, bin nicht fündig geworden. Wenn Sie irgendwann fündig werden, melden Sie sich bei mir, bin ich sehr neugierig. Aber das ist tatsächlich einfach auch ein Datenproblem. Aber gleichzeitig eins, was eben auch wiederum sehr viel aussagt über die Gesellschaft und auch die Wissenschaft. Ja. Wie kamen die verschiedenen Opferzahlen zustande, die Sie kurz erwähnt hatten? Genau, die große Frage nach den Opferzahlen. Der Spiegel hat es mal das Gezerre um die Strahlentoten genannt. Es gibt so vier Punkte, die dafür ausschlaggebend sind. Also ich habe diesen Bericht des Tschernobyl-Forums von 2005 erwähnt. Das ist so im Grunde der Standardbericht, der immer noch von Institutionen, Personen herangezogen wird, die eher so die Nutzung der Atomenergie unterstützen. Tschernobyl-Forum war eine ganz große internationale Geschichte unter der Obhut der Internationalen Atomenergieorganisation und der Weltgesundheitsorganisation und den Vereinten Nationen, die halt berechnet haben, dass es eben diese etwa 50 Tote gegeben hat. Also etwa bezieht sich eben darauf, dass man bei einem, der ist eben an einem Herzinfarkt gestorben während der Explosion und man ist sich eben nicht ganz so schlüssig, ob man ihn jetzt dazu rechnen darf als Opfer dieser Nuklearkatastrophe oder nicht. Also deswegen quasi diese halbe Zählung. Die anderen sind tatsächlich die tatsächlich an akuter Strahlenkrankheit, also dieser direkten, diesen unmittelbaren Auswirkungen der Strahlenexposition gestorben. Und dann sagt dieses Tschernobyl-Forum, ist zu erwarten, dass noch etwa 4000 Menschen an zusätzlichen Krebserkrankungen sterben werden. Zusätzliche Krebserkrankungen eben tatsächlich zusätzlich zu denen, die man sonst so erwartet. Das Spannende daran ist, dass diese 4000 in dem Pressebericht, also in diesem kurzen Auszug für die Presse erwähnt werden. Wenn man sich durch diese vielen, vielen Seiten des Gesamtberichtes durchkämpft, sieht man, dass selbst das Tschernobyl-Forum eher von knapp 9000 Opfern ausgeht. Es kommen diese unterschiedlichen Zahlen zustande, weil es so vier unterschiedliche Grundannahmen gibt. Die eine ist tatsächlich, wen nimmt man denn wirklich als Tschernobyl-Opfer, wen zählt man dazu? Sind das wirklich nur diese sogenannten Liquidatoren, also diese ersten Aufräumarbeiter, die zur Stelle des Unfalls gebracht wurden? Dann zeitlich schaut man sich das wirklich nur das erste Jahr an, was das Tschernobyl-Forum zum Beispiel gemacht hat. Die haben halt gesagt, bis Juni 1987, da machen wir den Cut. Alles, was danach kommt, zählt für uns nicht mehr als Tschernobyl-Opfer. Dann natürlich der Raum. Also nimmt man wirklich nur die unmittelbare Umgehung des Atomkraftwerkes, vielleicht noch die 30 Kilometer Evakuierungszone oder bezieht man eben auch, Sie haben es auf der Karte gesehen, all die anderen Flächen, die da auch ziemlich rot oder ziemlich leuchtend gelb waren, die eben auch sehr stark kontaminiert waren, in diese Berechnungen mit ein. Also diese ganz unterschiedlichen Grundannahmen, die vierte habe ich noch vergessen, das ist die ganz grundlegende, nämlich, dass keine Einigkeit darüber besteht, ab wann Radioaktivität tatsächlich schädlich ist für den menschlichen Organismus. Man kann ziemlich genau sagen, ab wann sie tödlich ist, aber auch da gibt es unterschiedliche Auffassungen, also zwischen 250 Millisievert und 500 Millisievert, die Internationale Atomenergieorganisation
legt dieses Limit sehr hoch an, andere weiter tiefer. Aber natürlich spielt es eine Rolle, ab wann zähle ich überhaupt? Ja, ab welcher Strahlenexposition nehme ich überhaupt diese Menschen in die Kategorie Opfer mit auf? Genau. Du musst einfach laut sprechen und die Hütte hoch. Wie hat man festgelegt, wer diese Limitatoren sind? Also die Frage, soll ich sie nochmal wiederholen? Wiederholen Sie sie gerne. Wie man festgelegt hat, wer zu diesen Liquidatoren gehört. Meinen Sie in diesen Berechnungen oder meinen Sie, wen man tatsächlich für diese Aufgaben bestimmt hat? Also genau, die Frage danach, ob die sich freiwillig gemeldet haben, das hat sich sehr lang, wurde das behauptet, das in der Presse. Das sind die freiwilligen Helfer, die kommen, die Helden. Es war vor allem, Sie haben das Liquidatorinnen genannt, korrekt, aber es waren in der ersten Zeit vor allem Männer, nämlich Soldaten, die in die Zone geholt wurden, die als die klassischen Liquidatoren galten. Ja, und die Feuerwehrmänner, die gerufen wurden ohne jegliche Ausbildung, was es bedeutet, einen Brand in einem Atomkraftwerk zu löschen. Aber natürlich gehörten zu den Liquidatoren auch tatsächlich die Liquidatorinnen, nämlich all die Putzfrauen, all die Köchinnen, die die ganze Zeit dort für all diese Menschen gekocht haben und auch heute dort natürlich noch arbeiten. Also auch heute arbeiten noch über 1000 Menschen in diesem Bereich des ehemaligen Atomkraftwerks. Und natürlich sind eigentlich auch das Liquidatorinnen. Es gab aber, ich habe es zum Thema Freiwilligkeit, es gab tatsächlich auch Menschen, die sich freiwillig angeboten haben, um dort zu helfen. Also es gab in der Sowjetunion tatsächlich diesen sehr starken, wie will man es nennen, Helfimpuls, diesen Solidaritätsimpuls, dass man eben sich tatsächlich, wenn das Land in der Not war, eben auch aus der Erfahrung des Krieges heraus, dass man sich gemeldet hat und gesagt hat, ich komme, ich packe damit an und ich opfere mich dafür auf. Ja. Aber es war bei Weitem nicht die Mehrheit. Haben Sie gewusst, wie das? Nein, das hat niemand gewusst. Also es gab weder die passende Schutzausrüstung, es gab nicht mal die Dosimeter, dass man es hätte messen können. Dann hätte man ganz sicher auch nicht damit nichts anzufangen gewusst. Nein, das hat niemand gewusst. Und das Problem ist eben, und da sind wir wieder bei dieser Zahl auch, wie viele Opfer es dann eigentlich gegeben hat. Man hat es am Anfang halt ziemlich überstürzt gemacht. Ja, man hat die Einheiten aus allen möglichen Teilen der Sowjetunion einberufen dorthin, die dann nach 3 Wochen wieder zurückgeschickt, ohne irgendwelche Daten aufzunehmen, was für viele heute die gesundheitliche Folgen davongetragen haben, ein Riesenproblem ist, weil sie eben nicht mal anerkannt sind, weil sie keinen Beweis dafür haben, dass sie dort als Liquidatoren gearbeitet haben. Ja. Ja, vielleicht noch ein bisschen eine aktuelle Frage. Also der Klimawandel ist ja jetzt ein sehr aktuelles Thema, aber gerade in Russland, wo ja eigentlich die Auswirkungen des Klimawandels gravierend sind, also ich würde sagen, die aktuelle russische Regierung, die setzt sich jetzt nicht wahnsinnig auf den Klimaschutz ein. Also wie erklären Sie sich das, dass sich dort nicht eine größere Regierung einmischt und dort versucht, eine sehr gute Frage. Achso, ich wiederhole sie nochmal, wie das mit dem Einsatz für den Schutz vor dem Klimawandel in Russland aussieht, warum es dort eigentlich keine große Fraktion gibt, die sich dafür einsetzt und die aktuelle Regierung dahin drängt, in diesem Bereich mehr zu unternehmen. Ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich habe keine sehr gute Antwort darauf. Also es sind, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Faktoren, die eine Rolle spielen, dass eben tatsächlich vor allem in den Regionen immer noch es an Umweltbewusstsein mangelt, an Bewusstsein für diese großen Fragen. Das hat zum Beispiel, ich habe es vorhin auch so nebenbei mal erwähnt, es hat natürlich auch immer noch mit der Größe des Landes zu tun. Gibt es unterschiedliche Theorien zu, kann man auch so ein bisschen mit dem Umweltbewusstsein in den USA vergleichen. Wenn man in so einem riesigen Land wohnt, hat man noch sehr lange das Gefühl, ach, ist ja alles ausreichend da und uns betrifft das nicht so sehr. Gleichzeitig
gleichzeitig hat man natürlich zum Beispiel in Russland die Brände gehabt in den letzten Jahren. Aber es ist eben sehr schnell auch mit dieser Rhetorik, dass das so ein, ja, wieder so eine Geschichte des Westens ist. Ja, der Westen will uns jetzt diesen Klimawandel aufschwatzen und im Grunde geht es da wieder um so ein Oppositionsfördern. Aber eigentlich ist dieser Klimawandel doch noch relativ weit von uns weg. Oder die andere Argumentation ist auch, es wird ja auch was gemacht. Und es hat natürlich auch sehr viel mit der Manipulation von Medien zu tun, dass es eben in den staatlichen Medien einfach kein Thema ist. Ja, und tatsächlich in den Regionen, wo dann eben auch spezielle Zeitschriften, die sich damit beschäftigen, sowas gibt es ja auch. Also ich meine, es gibt ja Umweltgruppen, aber eben aufs Große und Ganze betrachtet vereinzelt und eben eher in regionalen Zentren, ja, oder eben in den ganz großen Zentren. Also das, was ich jetzt sage, ist nicht wirklich wissenschaftlich fundiert, aber ich habe russische Stimmen gehört, die haben gesagt, sie freuen sich eigentlich, dass der Klimawandel kommt, weil es wird wärmer. Genau, also das war vielleicht eher ein Kommentar, dass es eben Stimmen gibt in Russland, die sich eher freuen oder das so zu vermitteln, dass es den Klimawandel gibt, weil man dann eben vielleicht auch größere Flächen, die man jetzt noch nicht landwirtschaftlich nutzen kann, dann landwirtschaftlich nutzen kann. Das ist natürlich ein sehr altes Argument. Also das ist, wie die Diskussion über den Klimawandel begonnen hat. Ja, also Anfang des 20. Jahrhunderts war genau das Argument. Also den Klimawandel hat man nicht als Bedrohung wahrgenommen und auch die russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht, sondern genau mit dieser Argumentation, dass man gesagt hat, okay, also das Bewusstsein war da, es wird wahrscheinlich einen Klimawandel geben. Das hat man sehr früh schon diskutiert in den 20er Jahren, aber das ist ja eine gute Sache. Ja, also weil dann haben wir eben größere Anbauflächen und was machen denn die paar Grad mehr? Das kann uns ja nur zugutekommen. Ja. Und wenn ich hier gleich anschließen kann, was mich interessieren würde, weiß man schon, wie sich der Klimawandel auswirken würde auf die Schutzmaßnahmen rund um Tschernobyl, auf den Sapovietnik, auf die, ja, auf die Art, wie sich dieses Gebiet und auch die Installationen weiterentwickeln. Ja, andere ähnliche Gebiete gibt es ja weitere, genau, auch noch. Ja, ja. Also das natürlich, ist es natürlich sehr spannend und also ich sehe es als große Gefahr. Also man hat das jetzt ja auch in diesen Bereichen, also in der ehemaligen im ehemaligen Atomwaffentestgebiet Semipalatinsk in Kasachstan, aber eben auch in der Tschernobyl-Sperrzone diese Brände, die dann eben radioaktive Asche verbreiten. Das wird zunehmen. Außerdem gibt es eben eigentlich in allen beteiligten Ländern, also in Belarus, der Ukraine und auch in Russland, die Tendenz dahin, dass man diese Zonen sowieso öffnet, dass man in Belarus läuft es unter dem Motto der Wiederbelebung, dass man eben sagt, ja, ist jetzt lang genug her, so jetzt können wir da auch wieder Häuser bauen, Landwirtschaft betreiben. Und der erste Schritt ist natürlich der Tourismus und auch in der Ukraine. Also eines der ersten Sachen, die Zelensky unternommen hat, ist, dass er sich in die Tschernobyl-Zone gestellt hat und gesagt hat, ja, ist jetzt alles lange her und wir bauen das jetzt mal hier schön für den Tourismus aus. So, also da, das würde es natürlich noch schwerer machen, dort spezielle Schutzmaßnahmen einzurichten. Aber gleichzeitig ist ja tatsächlich ein touristisches, sagen wir, katastrophentouristisches Interesse an diesen Zonen da, ja? Genau, ein sehr großes, ja, und nach der HBO-Serie und jetzt gibt es noch eine russische Serie und noch eine ukrainische Serie und eine belarussische soll auch noch kommen, wird das Interesse natürlich noch größer werden. Ich kann Ihnen sagen, ich habe ja sehr viele Interviews mit diesen Tschernobyl-Kindern geführt, also die echte Tschernobyl-Kinder sind, wenn man so will, die aus Pripyat kommen, die evakuiert wurden, die haben nicht so große Lust, dahin zu fahren, die finden das auch ziemlich absurd, so, ja. Bei der Evakuierung, das passt noch gerade zu einer Frage, die auch aus dem Chat noch kam, und zwar die Frage, wie es dazu kam, dass von 7 Millionen Menschen nur 300.000 Menschen evakuiert wurden. Ja, das hängt natürlich auch ganz stark damit zusammen, wen man wirklich als Opfer anerkannt hat.
Das hatte mit der Konzentration von Radionukliden im Boden zu tun in den meisten Fällen. Es gab auch kompliziertere Berechnungen. Das unterschied sich so ein bisschen von den drei Ländern zwischen Ukraine, Belarus und Russland, was man tatsächlich als Bemessungsgrundlage genommen hat, ab wann tatsächlich das Recht bestand auf Evakuierung. Dann, also es gibt, man spricht ja immer von der Zone, ja, aber eigentlich gibt es mehrere Zonen. Also es gibt die Sperrzone, wo tatsächlich im Anschluss gleich an den Unfall, gleich meine ich jetzt mit 36 Stunden später und noch später evakuiert wurde, was eben heute noch diese Sperrzone ist. Dieser Radius, was nicht ganz wirklich ein Kreis ist, aber ungefähr von 30 Kilometern. Und dann gibt es aber eben auch noch Zonen der radioaktiven Kontrolle, radioökologischen Kontrolle, Zonen mit Recht auf Umsiedlung, Zonen mit einem bevorzugten Recht auf Umsiedelung. Also es gibt verschiedene Zonen, die eben genau damit mit diesen unterschiedlichen Ansätzen zu tun haben, wen man als Opfer sieht und wem man ein Recht einräumen will, tatsächlich dieses Gebiet zu verlassen. Es hängt allerdings nicht immer nur damit zusammen, wer ein Recht hat zur Umsiedlung. Es gibt auch Menschen, die nicht umsiedeln wollen oder die zurückkehren. Das haben Sie sicher auch schon gehört. Das Beispiel sind immer diese alten Frauen, die in der Tschernobyl-Zone leben, dorthin zurückgekehrt sind. Aber es sind nicht nur die alten Frauen. Ja. Es sind auch junge Familien, die sich vielleicht woanders nicht integrieren können, weil sie eben auch als diese Tschernobyler stigmatisiert werden oder die sich eben unwohl fühlen, wenn sie selbst weggehen, obwohl eben die Großeltern, die Eltern dort bleiben wollen oder dorthin zurückgekehrt sind. Das ist natürlich nicht das Gros der Menschen. So, und die Evakuierungspolitik ist ganz klar eines der großen Probleme gewesen, dass es sehr oft zu spät war. Und dass es eben sehr oft dann eben auch an Orte ging, wo die Wohnungen noch gar nicht fertig waren. Also die eine Variante war, dass man dann in ein neues Haus gekommen ist und da kam fließend warmes Wasser aus der Wand und das war ganz toll. Ja, und man hat sich irgendwie so seinen Kreis geschaffen. Das habe ich auch sehr oft in den Interviews gehört, dass man eben so sich seine kleine Heimat wieder geschaffen hat mit den Menschen, die eben auch evakuiert worden sind. Aber sehr oft war es eben der Fall, dass man eben in unfertige Häuser, unfertige Wohnungen, noch dazu in große Städte gesteckt wurde. Und man muss immer bedenken, das ist eine sehr ländliche Region gewesen. Also es gab ganz oft in diesen Siedlungen kein fließendes Wasser, schon gar nicht warmes fließendes Wasser. Und es gab eben diesen Dorfcharakter. Ja, und wenn Sie sich das vorstellen, wenn Sie eben Menschen aus diesem Kontext nach Minsk in so eine Betonsiedlung verpflanzen, dann macht es natürlich auch was mit Menschen. Und dann sind sie vielleicht auch eher bereit oder äußern den Wunsch, wieder zurückzugehen. Ja. Eine Frage hätten wir noch aus dem Chat. Ja, jetzt hier vorne gibt es eine. Ja, also vielleicht noch so ein bisschen eine Zukunftsfrage. Also wir haben jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass das Interesse eigentlich an der Thematik ein bisschen gestiegen ist. Also dass es diese Serien gibt und Katastrophentourismus. Und gleichzeitig ist immer noch sehr vieles Wissen nicht vorhanden. Denken Sie, dass jetzt dieses zunehmende Interesse eigentlich dazu führen könnte, dass auch eine Chance zu sein, dass vielleicht Wissen erarbeitet wird, dass mehr Studien gemacht werden, oder könnte es eher dazu führen, dass es noch verwirrender wird, widersprüchlicher? Oder was, also, was ist Ihre Meinung? Genau, also die Frage zielt in die Zukunft mit Bezug auf diese Serie, wo ich gesagt habe, dass da ein großes Interesse geweckt wurde und auch dieser Tourismus und ob das nicht vielleicht auch dazu führen kann, dass es eben dann tatsächlich ein Interesse an mehr Aufklärung gibt, wenn ich es richtig verstanden habe, und ein Interesse an weiterer Forschung. Zum Teil kann man, glaube ich, wirklich optimistisch sein und kann sagen, mich hat es ehrlich gesagt total überrascht, dass es jetzt alle plötzlich wahnsinnig interessiert hat, diese Serie. Und mich wirklich alle meine amerikanischen Kolleginnen und Kollegen gefragt haben, ob ich das gesehen habe, was ich dazu sage. Und es hat natürlich dazu beigetragen, dass
man über Tschernobyl gesprochen hat und dass man nachgelesen hat. Und ich meine, es ist wirklich die HBO-Serie mit den meisten Zuschauern überhaupt ever. Und danach waren die Klicks auf Wikipedia, was Tschernobyl betroffen hat, die sind wirklich in die Höhe geschossen. Also die Leute haben offenbar versucht, sich zumindest bei Wikipedia zu informieren. Und da sind wir dann eben schon bei dem Punkt. Ja, wird es wirklich dazu führen, dass man sich für ernsthafte Studien interessiert? Also der Wikipedia-Beitrag ist gar nicht schlecht für den Ersteinstieg und um so ein Interesse zu wecken. Also ist es mir tausendmal lieber, dass man es macht, als sich gar nicht informiert. Es gibt wahnsinnig viele Arbeiten, das ist eben auch so ein Punkt, ja. Also dass vor allem Institutionen, Kolleginnen und Kollegen, die für die Nutzung von Atomkraft sind, dafür argumentieren, dass sie sehr oft mit diesem Argument hantieren, dass es ja so wenig Studien gäbe, vor allem was es die medizinischen Folgen anbetrifft. Es gibt wahnsinnig viele Studien, man muss sie nur lesen und man muss sie ernst nehmen und man muss auch die belarussischen, ukrainischen, russischen lesen und ernst nehmen. Ja? Dann gibt es eigentlich sehr gute Belege dafür, was das alles für medizinische Folgen hat. Und es ist im Grunde auch so ein Verschiebeargument, wenn man sagt, ja, aber es gibt ja immer noch so wenig dazu. Ja? Genau, also im besten Falle wird es tatsächlich dazu führen, dass es einfach ein Thema bleibt, aber wir wissen natürlich, wie das ist mit Themen, die mal so ganz schnell kommen, die verschwinden dann leider auch oft wieder ganz schnell. Vielen herzlichen Dank, Melanie Arndt, für diesen tollen Vortrag und die Diskussion. Herzlichen Dank allen, die mitdiskutiert haben, die hier waren, für die rege Beteiligung auf Zoom und hier vor Ort. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, aber dann tatsächlich nur virtuell. Mia Bennett wird mit uns auf Reise gehen in die Arktis, wird aber dabei in Hongkong bleiben. Und wir treffen uns dann alle auf Zoom für den Vortrag beim übernächsten in 4 Wochen. Dann wieder das Format wie jetzt mit sowohl vor Ort als auch virtuell. Herzlichen Dank nochmal, einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Ja, danke auch von mir und bis in 2 Wochen.